Herzlich willkommen zurück im Training. Technik Nummer 20. Die zweite für heute und insgesamt die achte in diesem Kurs. Rollen zu tauschen. Das tut so ziemlich jeder von uns oder hat es bereits getan, möglicherweise ohne bewusst zu entscheiden, dass er einfach seinen Gegenüber in seine eigene Rolle schlüpfen lässt, während er die Position seines Gegenüber einnimmt. Wir erleben solche Augenblicke oft in privaten Kommunikationen, wenn es heißt, nun, wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich so und so entscheiden. Dass uns das oftmals nicht gut gefällt, weil eine fremde Person uns erklären möchte, was richtig oder geeignet ist, nun zu tun oder wie zu entscheiden wäre. Nur ungern geben wir die eigenen Positionen auf und lassen andere in unserem Wertemodell Umstellungen vornehmen, Umbaumaßnahmen gegen unseren Willen. Viel interessanter und konstruktiver und gewinnbringender ist es, wenn wir der Person, die wir eigentlich dazu bewegen wollten, bestimmte Entscheidungen zu treffen an unserer Stadt oder an deren Stadt, wenn wir dieser Person die Möglichkeit geben, sich in unsere Lage zu versetzen. Was genau bedeutet das? Wenn ich einem Menschen sage, ich an deiner Stelle würde, dann handle ich für ihn, ohne seine Genehmigung zu besitzen. Ich nehme also das Recht heraus, für ihn Entscheidungen zu treffen, die er möglicherweise gar nicht teilt. Die Rollentauschtechnik bedient sich genau dem Gegenteil. Ich sage meinem Gegenüber, schau doch mal, um die Lösung zu finden, versetz dich doch mal in die Lage dessen, der eigentlich manipulieren möchte, der entweder nur das Beste für dich möchte oder bestrebt ist, dass du deine einschränkenden Einstellungen aufgibst und neue Ansichten erlangst. Versetz dich doch mal in meine Lage. Wie würdest du, wenn du an dieser Stelle stündest, welche Entscheidungen würdest du treffen? Welche Tipps würdest du dir selbst an dieser Stelle geben, wärest du an meiner Stelle? Und genau das ist der Grund, warum Menschen sich dann oftmals wiederfinden in der Position derjenigen Person, die sie bis anhin noch ablehnten. Plötzlich denken sie die Gedanken desjenigen Menschen, den sie im Moment noch ablehnen wollten. Rollentauschtechnik. Der Richtungspfeil nach links und nach rechts symbolisiert diese Technik. Sie trägt die Bezeichnung Rollentauschtechnik, weil der Kunde plötzlich Verkäufer spielt. Und weil der Kunde sich als Verkäufer in der Rolle des Verkäufers lediglich selbst beschreibt, sein eigenes Weltbild beschreibt. Nur so tut, als sei er Verkäufer, aber nicht wirklich der Verkäufer ist, aber sein eigenes Weltbild beschreibt, obwohl er in der Rolle des Verkäufers steckt, erfahren wir, wie der Kunde tickt. Wie würde er es sich selbst gerne verkaufen? Das ist der eigentliche psychologische Wirkschlüssel dieser